Hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Heute geht es darum, dass wir weitere Beleuchtungen mit verdrahten wollen, mit einer stromführenden Kupplung. Und an diesen beiden Exemplaren möchte ich das hier einmal verdeutlichen. Es geht hierbei immer noch um die zweipolige stromführende Kupplung. Diese Variante hier gibt es in verschiedenen Längen. Ich zeige hier die mittlere Variante. Die längere und die kürzere Variante werden genauso angeschlossen, nur dass hier die Länge variiert. Deswegen gehe ich hier nicht auf alle Varianten oder auf allen Längenvarianten ein. Ich denke, das brauche ich hier an der Stelle nicht. Dann würde ich sagen, starten wir hier mit dieser Variante. Das ist die Beleuchtung für die DRG Nahverkehrswagen, die unbeliebten, die mit dem langen Radstand, die eben nicht sehr gut durch das Gleis fahren. Ja, das ist die Beleuchtung. Und wir haben hier die Anschlusspads und da wird die Spannung angelegt. Und da es ja eh keine Schleifer für die gibt, können wir ja hier nur die stromführenden Kupplungen anlöten. Und das machen wir einfach hier. Deswegen gibt es einfach hier zwei Pads und da zwei Pads. Mehr ist das dann nicht. Einspeisen können wir also nicht, weil eben keine Schleifer vorhanden. Das ist also hier ein sehr, sehr einfacher Fall. Wir verzinnen die Pads. Nehmen wir gleich alle vier. Und dann können wir schon direkt die stromführende Kupplung anlöten. Und auch hier ist es vollkommen egal. Wie herum wir das Ganze anlöten. Wie gesagt, weil wir können hieraus eh keinen einspeisenden Wagen bauen oder herstellen, weil es keine Schleifer gibt und weil die Fahreigenschaften eh schon bescheiden sind, sollte man auch darauf verzichten. Ich habe mir geholfen, ich hatte einen Schnellzug-Gepäckwagen genommen, den umgerüstet und hing den einfach davor. Getreu dem Motto, wir hatten nichts anderes. Wir nehmen den ersatzweise und packen den in einem Nahverkehrszug rein. Ich denke mal, dass das vielleicht auch mal so gelaufen ist. Oder aber, das wäre dann so das zweite, so als Museumszug, es sind ja verschiedene Wagen erhalten geblieben. Wenn man sowas machen möchte, dann kann man da durchaus auch verschiedene Waggontypen kombinieren, da es ja eh ein Museumszug ist. Ja, so leicht wird das angeschlossen. Wir machen hier noch mal einen kleinen Funktionstest, aber das sollte eigentlich funktionieren und keinerlei Probleme darstellen. Für Gedönse hier. Und wir sehen, das Ganze leuchtet. Also das ist mit Sicherheit das Einfachste. Einfach dran löten, fertig. Alles ist gut. Ja, die zweite Beleuchtung. Man kennt diese Hülsen. Kontaktiert sich ja über eben genau diese und die werden ja dann hier angelötet. Das unterlasse ich jetzt mal an der Stelle. Und jetzt ist ja die Frage, wie geht das weiter zu den Kupplungen? Und das ist auch relativ simpel zu beantworten. Ich nehme die Hülsen mal raus
Und hier sieht man, dass man um das Verlängern der Leitung einfach nicht drumherum oder man halt einfach nicht drumherum kommt. Verzinn mal hier einen Punkt und da einen Punkt. Und das andere mache ich auch noch mal hier. So würde das Ganze dann aussehen. Prinzipiell, hier kommen dann noch die Hülsen rein. Dazu sei gesagt, ganz wichtig, dass beide Seiten dann verzinnt werden müssen. Also hier und da Lötzinn aufgetragen. Und hierüber wird ja vom Schleifer das Ganze mit Spannung versorgt. Auf der anderen Seite ist es genauso. Und man benötigt ja diese Hülsen auch, wenn keine Schleifer montiert sind. Das heißt, sie dienen nicht nur der elektrischen Übertragung, sondern auch ja, der mechanischen Halterung, sage ich jetzt einfach mal, eben in diesem System. Das heißt, ich komme so oder so nicht ja, drüber, wie soll ich sagen, ich komme sowieso nicht drum herum, die anzulöten. Und dementsprechend muss ich dann hier die Kupplungen auch anlöten, an diesen beiden Punkten, an diesen beiden Enden. Man wird nicht es verhindern können, die Leitungen zu verlängern, denn wenn ich jetzt mal gucke, hier sitzt in dem Bereich unterhalb des Waggons keinerlei Kupplung. Ich komme auch nur gerade ebenso hin. Hier in dem Fall müsste ich schwarz verlängern, auf der anderen Seite grau, je nachdem, wohin ich das dann ziehe. Auch nochmal einfach im Waggon das Ganze zu verstecken, da geht ja auch nochmal ein bisschen ja, Länge verloren. Und dementsprechend kommt man hier auf jeden Fall nicht drum herum, wie gesagt, das Ganze einfach, ich sag mal, lang zu machen. Ja, auch hier, wir drehen das Ganze um. Man sieht aber prinzipiell, dass das einfacher ist, hier anzulöten und es ist auch übersichtlicher, weil einfach Litzen fehlen von den Schleifern, weil das über die Hülsen gemacht wird bei diesen Beleuchtungen. Das ist also meiner Meinung nach ein Vorteil. Dann schließe ich das Ganze mal hier an. Und auch hier sieht man schön, die LEDs leuchten. Perfekt. Es ist jetzt natürlich auch klar, weil kein Goldcap-Kondensator angeschlossen ist, dass es flackerfrei ist. Ja, das wären noch so die zwei Beleuchtungen, die ich so hier hätte, wo es Waggons gibt, wo ich einen NEM-Schacht nachrüsten kann oder aber wo bereits einer vorhanden ist, wo ich einfach nur die Kupplung tauschen kann. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das hier an dieser Stelle sehr gut verdeutlichen mit dem Prinzipaufbau und dass Sie das auch nachbauen können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis demnächst.